Huyasler, das klingt doch ein bisschen nach Sagengestalt oder nach einem polternden Berggeist vielleicht. Völlig falsch. Huyasler, das heißt so viel wie Hudigakeler. Und falls Sie das auch nicht verstehen, lüpfige Volksmusik ist gemeint. Huyasler, so heißt aber auch eine Musikgruppe aus der Zentralschweiz, die seit Jahren erfolgreich frischen Wind in die verstaubte Ländlerszene bringt. Ebenso leidenschaftlich pflegen die Huyasler die Schweizer Musiktradition. Und das ist kein Widerspruch, sondern ein hinreißender Tanz auf vielen Hochzeiten. Eine traditionelle Stubete im Restaurant Stauffacher in Brunnen. Die Formation Rampas spielt auf zum Tanz. Doch dieselben Musiker können auch anders, nämlich so. Ein Schottisch, neu interpretiert von Markus Flückiger, Dani Häusler und ihrer Formation Huyasler. Mit ihren Eigenkompositionen nehmen sich die Huyasler instrumentale und melodiöse Freiheiten heraus, die bei Traditionalisten verpönt sind. Dafür begeistern sie jene, die sonst der Volksmusik mit Skepsis begegnen. Urchige Volksmusik, mal zum Teil ein bisschen über den Haufen geworfen, neu gemacht, mit neuen Einfällen. Ich denke, das macht ja irgendwo die Tradition aus, dass sie verändert wird, dass sie lebt, dass sie neue Einflüsse aufnimmt. Es ist mir ein bisschen, es ist sehr experimentell. Wer hierzulande Volksmusik macht, hat meistens mit Vorurteilen zu kämpfen. Wenn ich in andere Länder gehe, dann stelle ich vielfach fest, da ist ein viel ungezwungeneres Verhältnis zu ihrer Volksmusik. Die wird konsumiert. Sie ist im Leben in dem Sinn integriert. Bei uns kommt es mir manchmal ein bisschen so vor, ist das einfach eine ganz kleine Ecke, die Freude hat daran, und die anderen wollen gar nichts wissen davon, weil sie eigentlich ein Klischee im Kopf haben meistens. Gegen das Klischee des verstaubten Hudigäkelers tritt man nun ausgerechnet in der Urschweiz an. Im ehemaligen Zeughaus Altdorf hat das Haus der Volksmusik Anfang Jahr seinen Betrieb aufgenommen. Es soll zum Zentrum der Auseinandersetzung mit der Musik des Alpenraums werden. In Workshops bekommen interessierte Amateure Lektionen von Profis in Komposition und Arrangement. Mit Auftakt. 1, 2, 3. 1, 2. Ab dem B-Teil tun die Geigen vorspielen und ihr zweite Stimme. Mit dieser Musik hat man eine gewisse geistige Grundeinstellung assoziiert besitzen, immer. Oder immer noch. Wo nicht mehr zutrifft heute. Das sieht man bei den Jungen heute, die Volksmusik machen. Das haftet an denen einfach nicht mehr. Die gehen mit einer anderen Einstellung dahin. Ich glaube, das war verstaubter. Hip-Hop ist auch nicht so kultig bei den Jungen, nur wegen der aus musikalischen Gründen, sondern wegen dieser Lebenseinstellung, die die Hip-Hopper vermitteln. Professionelle Nachwuchsförderung findet in Altdorf in einem Nebengebäude statt. Das Haus der Volksmusik ist Teil der Musikhochschule Luzern. Marcel Oetiker, der erste Schweizer Rögeli-Student. Aha, noch ein bisschen zurück. Den Bachelor of Arts in Music wird Oetiker dereinst in der Tasche haben. Auf dem Schweizer Örgeli. Hier wird das Schweizer Musikerbe gepflegt und gleichzeitig weiterentwickelt. Mit motivierendem Effekt beim Nachwuchs. Wenn man sieht, was 1910, 20 so Stummschmiede gemacht hat, das war überhaupt nicht konservativ gewesen. Oder muss man zum Teil heute noch schauen, dass man da mitkommt. Also, ich denke, es ist vielleicht innovativ eher als konservativ. Oetikers Erfahrungen machten Flückiger und Häusler schon vor mehr als 10 Jahren. Seither hauchen sie der Volksmusik in wechselnden Formationen erfolgreich neues Leben ein. Es gibt viel mehr Leute, die schon lange darauf warten, dass Volksmusik anders tönt. Weil sie jetzt irgendwie 60 Jahre lang gleich tönt. Da
das erleben wir noch viel. Also, ja. Von den wenigen, die noch Volksmusik hören, sagen wir mal, sind die, die uns konkret hören können, sind noch einmal viel weniger. Und die, die bei uns quasi noch den Rest ausmachen vom Konzertsaal, das sind Leute, die frisch dazukommen. Und die gehen frisch dran an. Der meist gehörte Satz von Leuten, die uns das erste Mal so hören, sagen, ich höre sonst nicht Volksmusik, aber das hat mir jetzt, das habe ich jetzt cool gefunden. Das hören wir immer, immer wieder. Tradition und Innovation. Für die Huyasler sind das keine Gegensätze. Für ihr Publikum bisweilen schon. Deshalb spielen die Huyasler für beide. Für die Progressiven im Konzertsaal und für die Traditionalisten an der Stubete. Das ist die neue Scheibe der Huyasler. Sie heißt Malchfett und ist auf ihrem eigenen Label Huy Group erschienen. Markus Flückiger von den Huyaslern lädt übrigens auch auf dieser neuen CD zum Tanz, zusammen mit dem Gitarristen Max Lesser als Überland-Duo. Auch das ein gelungenes Beispiel, wie gut es klingt, wenn Tradition virtuos entstaubt wird. Beste World Music aus nächster Nähe.